Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Radsportfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frey zockt Radsport Manager 2015. Wir sind wieder unterwegs mit Nick Frey, unserem Etappenfahrer, 19 Jahre alt, in unserer ersten Saison und das direkt beim Team Stölting und wir versuchen das Beste draus zu machen, uns möglichst hoch zu leveln, möglichst viele Rennsiege einzufahren, möglichst einen guten Ruf zu verschaffen, um dann gute Angebote zu kriegen und deshalb werden wir auch erstmal abwarten, was es denn noch alles für Angebote gibt, bis zum Tag der Entscheidung. Denn wir sind ja erst im Juli, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gibt es da ja noch das ein oder andere richtig coole Team, wo wir reinspringen können. Vielleicht machen wir ja noch einen Sprung von der Stufe her und plötzlich kommt ein CWT-Team um die Ecke. Hätte ich auch kein Problem mit. Und in 10 Tagen ist das nächste Rennen. Volta a Portugal do Futuro. Ja. Ja, ich wurde gefragt wegen Formel 1, wie ich mir das vorstelle, wie das sein kann. Also wie ich so viele Projekte machen kann bei so wenig Videos. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich demnächst mal ein bisschen aufräume. Es gibt nämlich das ein oder andere Spiel, auf das habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Und das kommt auch so gut wie gar nicht mehr. Zum Beispiel NASCAR. Ja, NASCAR ist... So, andere Sachen möchte ich wieder häufiger bringen. Dazu wird es ein paar Umstellungen geben. Und ich werde vermutlich auch nicht schaffen, jedes Spiel... Also ich habe jetzt 2 Projekte, die laufen täglich. Das wollte ich ursprünglich auch nicht haben. Liegt auch daran, dass mir die Spiele momentan Spaß machen und dass sie neu sind. Und was soll ich sagen? Es ist einfach jetzt die Phase, wo vieles rauskommt, was halt für meinen Kanal passt. Ja, was soll ich sagen? Ist halt so. Eventuell müssen wir mal was in die Pause schicken, bis es wieder ein bisschen ruhiger wird oder wie auch immer. Ich muss mal gucken, wie ich es genau mache. NASCAR ist momentan, ich weiß auch nicht, ich glaube, das hat mit das bescheidenste Fahrverhalten von allen Rennspielen, die ich habe. Und mit dem komme ich am wenigsten klar. Und NASCAR ist natürlich auch, ich meine, NASCAR ist NASCAR. Ja. Ich meine, ist ein geiler Sport, ich gucke den gern, aber fahren ist dann doch nochmal was anderes. Und das sind 36 Saisonrennen, das schaffe ich ja sowieso nicht. Da wird eher ein neues Spiel released, als dass ich die Saison durch habe. So, wir simulieren uns hier ein. 5 Tage noch. Das war euch auch schon wieder so warm, ey. Bei mir läuft die Brühe, ich glaub's nicht. Das ist unglaublich, das ist wirklich einfach nur unglaublich. Und dann vor allem, es ist so ätzend, dass es halt kalt ist, dann wieder warm wird, dann wieder kalt wird, dann wieder warm wird. Also wenn man sich mal dran gewöhnen könnte, wäre das ja schon mal eine schöne Sache. Aber es ist wirklich, es ist warm, dann geht es runter auf 20 Grad, teilweise 14 Grad in der Nacht. Und dann am nächsten Tag oder eine Woche später schon wieder 35 Grad und nachts keine Abkühlung. Ey, es ist ein Drama, finde ich das. Also ich meine, gerade jetzt, bin ich jetzt auch schon ein bisschen älter, da merkst du das langsam. Und da läuft die Brühe und du bist abgeschlagen, du hast Kopfweh und alles Mögliche. Das ist zum... Aber gut, so ist das Ganze. So, Team Sky ist an ihren Diensten interessiert. Team Sky? Ich bin 72er Bergfahrer, Freunde. Team Sky? Wollt ihr mich verarschen? So, was ist das andere für ein Angebot gewesen? Das habe ich gar nicht rangeguckt. Ich sag ja, da werden noch einige kommen. Einige Angebote. Die kenne ich gar nicht. One T, Group, Gobert. Aber Team Sky? Hallo, Team Sky? Ist das denen ja ernst? Es ist ja nur eins der besten SIA World Tour Teams, die es gibt, ne? Die kommen mal an und machen mir ein Angebot. Muss ich das verstehen? Also als Bergfahrer bin ich hier so weit weg. Es dürfte aber so sein, ich könnte dort vermutlich gut Geld verdienen. Ich könnte mich dort langsam hochfahren, langsam steigern und ich könnte mit Sicherheit auch, wenn ich bei denen bin,
den besten Progress machen, den man machen kann. Also versteht mich nicht falsch. Ich meine damit, ich kann am Anfang ja sowieso keine Tour de France fahren. Ich kann am Anfang auch keine SIA World Tour Rennen fahren. Sondern ich muss erstmal Continental Pro Rennen fahren, so ein 2HC oder irgendwas gewinnen, ja. Oder dort ein Bergtrikot holen und dann bin ich freigeschaltet für SIA World Tour Rennen. Und dort kann ich mich dann als Helfer so langsam durch mitfahren und vielleicht mein Bergtrikot gewinnen, in eine Position bringen, dass ich gut Erfahrungspunkte sammle und gut aufsteige. Und ich brauche das Team nicht zu wechseln und komme vermutlich mit denen eher zur Natur oder sonst irgendwo hin. Und wenn es nur als Helfer ist für Froome, dass ich den Berg hochziehe oder so, ja. Weil ich sag mal, Porte wird Sky ja verlassen. Das steht ja schon fest. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Da hat der Vertrag bis Ende 2016, okay. Ja, da ist er dann wohl nächstes Jahr noch dort. Aber ihr seht, dass die auch schon alle älter sind, ja? Die sind 30, die sind 35. Die haben wenig junge Fahrer und das könnte für uns eine Chance sein, ohne Witz. Also ich meine, hier ist ein 21-Jähriger, der Henao. Ach, der ist mit 21 aber schon extrem gut. Ja. Vielleicht können wir uns dort auch ein bisschen besser entwickeln. Ich weiß nicht, wie das ist, ob da irgendwie das Geld und die Position vom Team auch unsere Entwicklung beeinflusst. Weil die haben ja auch bessere Trainer normalerweise und so weiter. Also ich glaube schon, dass das ein Wahnsinnsangebot ist. Ich meine, hallo? Also ich hätte jetzt überlegt, Bora Agon 18, weil es ein deutsches Team ist. Ja, das wäre meine Überlegung gewesen. Und wenn ich mir das angucke, da bin ich nicht so weit weg. Da könnte ich als Zeitfahrer-Bergfahrer relativ schnell an Dominik Naertz vermutlich anschließen. Wäre ein Edelhelfer für ihn auf irgendwelchen Rundfahrten. Könnte vielleicht auch irgendwo mal was gewinnen. Müsste mich dann aber nach einem Jahr wieder umorientieren. Weil ich glaube nicht, dass wir auf Dauer bei Bora Agon bleiben könnten. Aber wenn man Team Sky ein Angebot macht, hallo, ey, das habe ich ja noch nie erlebt. Wieso macht mir Sky ein Angebot? Beim anderen Fahrer hat Sky nie ein Angebot gemacht und der war um Welten besser. Ich glaube, wir verhandeln mal mit denen. Ich will mal wissen, was die mir bieten. Wir sind SIA World Tour Team, da kannst du normalerweise schon ein bisschen mehr verlangen, denke ich. Und dann dich aber auch vielleicht längerfristig binden, ich weiß es nicht. Wir werden Zeit brauchen, um uns hochzuarbeiten. Also rein von der Theorie her, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, mich in der zweiten oder... Also muss schon extrem gut laufen, wenn ich mich in der zweiten Saison für eine große Rundfahrt qualifizieren will. Das wird nicht funktionieren. Bin ich fest von überzeugt, dass das nicht funktionieren wird. Wir werden drei Jahre, also wir werden mit Sicherheit eine zweite Saison bei Sky brauchen, bis wir es schaffen, auf eine große Rundfahrt überhaupt zu bestehen und dann überhaupt mitfahren zu dürfen. Boah. Also da würde ich einen längerfristigen Kontrakt eingehen wollen. Das macht schon Sinn. Die Frage ist, zu welcher Summe? Der Agent schlägt Ihnen einen Vertrag vor mit monatlichem Gehalt von 2,5 vor. Je höhere Gehaltsforderung, desto weniger werden Sie vom Team ernst genommen. Die Vertragslaufzeit von 3 Jahren macht Sie interessant für Teams. Binden Sie jedoch zu lange an feste Gehaltsstufe. Ein Jahresvertrag verringert die Chancen. Ja, seht ihr, das ist genau der Punkt. Also ich versuche hier so einen Mittelweg zu finden. Ich würde gerne ein bisschen mehr verdienen. Und dann 2 Jahre anbieten. So, mal gucken, was sie sagen. Für 4.000, 2 Jahre. Es ist jetzt mal ganz im Ernst. Also ich meine, als Radprofi, ja, gibt es doch nichts Besseres, als bei Sky trainieren, fahren und alles machen zu können. Kann sich nirgends besser entwickeln wie dort. Dass das natürlich nicht das Traumteam ist, wenn du die Tour de France gewinnen willst, solange Froome, Wiggins und Porte dort sind, das ist auch klar. Aber das werden wir am Anfang eh nicht schaffen, wir sind 19, ja. Also bis wir so weit sind, sind die nicht mehr da.
So, wir fahren mal die nächste Tour. Was steht an? 4 Etappen, 1er-Bergkategorie. Ach du lieber Himmel, das ist doch ein also sprich 23-Jähriger. Bergankunft ist auf Etappe 3. Ich kalkuliere gerade mal durch hier. Das ist schon ein Etappenrennen für uns, würde ich sagen. Wir sind ja auch Kapitän hier fürs gelbe Trikot. Leider sind wir nicht wirklich fit. Ja, fahren wir mal eine Runde. Gucken wir mal. Die erste Etappe. Idee von mir wäre es jetzt zu versuchen, die erste Bergwertung zu gewinnen und dann einfach mit dem Hauptfeld ins Ziel zu fahren. Damit haben wir schon mal eine gute Ausgangsposition fürs Bergtrikot. Auf der zweiten Etappe lassen wir es ruhig angehen. Auf der dritten Etappe versuchen wir, die Bergwertung zu gewinnen und ins Rennen, also ins Ziel zu kommen. Als Erster und somit die Führung zu übernehmen. Und dann können wir es wieder ruhig angehen lassen. Ist eine Idee, oder? Wird aber nicht funktionieren. Wir versuchen es trotzdem. Pläne sind da, um gemacht zu werden und zu scheitern. Ja, es ist wirklich so. Ich beschäftige mich gerade ein bisschen damit. Also Pläne sind dafür da, gemacht zu werden und zu scheitern und dann wieder aufzustehen und neue Pläne zu machen und wieder zu scheitern. Und dann wächst man da dran. Irgendwann macht man Pläne und schafft so. Das ist das Ziel. So, mein Plan ist, wie gesagt, hier erste Bergwertung zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das Ganze hier sind bis zur ersten Bergwertung. Ich weiß nur, dass wir kurz nach dem Start schon versuchen müssen, mit einer Ausreisergruppe zu kommen. Sonst haben wir eh keine Chance da drauf. Die 2-3er Bergwertungen interessieren mich nicht mehr. Wer die erste Bergwertung gewinnt, hat erstmal das Bergtrikot. Das ist für mich sozusagen das Backup. Ja, ich versuche Bergtrikot als Backup zu fahren. Hallo und willkommen. Heute ist das Gelände recht eben. Ach, das sind ja auch ganz wenig Fahrer. Für die Flachlandspezialisten. Heute ist wirklich ein herrlicher Tag. Ja, ist halt U, ne? Der meisten Rennfahrer sein. Alles U23 Fahrer, wenn ich das richtig sehe und da kann schon was gehen. Na super. Und da vorne gehen gleich Angriffe und wir stecken wieder hinten fest. Alter, jetzt schaff dich doch mal hier irgendwo vorbei. Boah, geht mir das auf den Keks. So, wer ist denn hier vorne? Welches Team ist das? LTD kenne ich nicht. Wir positionieren uns ziemlich vorne und passen auf, dass uns da keiner abhaut. Das ist ein 1er Berg. Ein 1er Berg, der ist hardcore. Der ist wirklich hardcore. So, jetzt gibt es hier Angriffe. Angriffe, die mir nicht gefallen. Mann! Der eigene Mann steht uns im Weg. Der soll uns schützen und steht uns im Weg. Das regt mich auf, sowas. Ja, ich fahr vor meinem Helfer her. Das ist ein super Helfer. Der hat's drauf. So, jetzt geht's in den Berg rein. Und, ja. Angesichts der Tatsache, dass das Hauptfeld das Tempo deutlich verschärft hat, sind weitere Angriffe. Wir treten mal rein. Bin mal gespannt, wenn jetzt gleich die Prozente richtig hardcore werden. Dann wird unser Helfer hier vorne, der wird aufgeben. Dann wird der Pulsschlag von allen hochgehen, dann werden die ersten abreißen lassen. Und ich hasse es, wenn der mich zufährt. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?
Wirklich, ich hasse es, wenn mein Helfer mich zufährt. So, oh Gott, was kommt denn da von hinten angeflogen? Bergfahrer. Jetzt trennen sie schon mehr als 2 Minuten. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird's tricky. Wir sammeln hier vorne so eine kleine Gruppe aus Bergfahrspezialisten. Und wir wollen gern als Erste über den Strich fahren. Und das könnte kritisch werden. Ne, sie lassen mich fahren. Das ist cool. So, jetzt nehmen wir raus. Das war's für mich. Um die Punkte ging's mir. Besten Dank. Auf Wiedersehen. Wir holen was zu trinken. Und wir hängen uns da... Ja, ich sag mal, bis maximal 65 hängen wir uns jetzt an die Jungs da dran. Aber die haben scheinbar auch kein Interesse wegzufahren. Die fahren alle nebeneinander und sind wohl alle auf Position halten getrimmt. Und jetzt kommt von hinten auch schon die nächste Ausreisergruppe. Die wir sogar ein bisschen blockieren hier. Und irgendwann sollte auch das Hauptfeld uns mal wieder einholen. Wenn keiner hier fahren will. Finde ich interessant, dass hier keiner bereit ist, irgendwas zu tun, um Feld davon zu fahren. Jetzt springen welche von hinten. Nö. Das ist kurios. Das habe ich so noch nie erlebt. Das habe ich so noch nie erlebt. So, jetzt gibt es wieder Angriffe. So, wo sind meine Helfer? Wo sind die, die mich schützen sollen? Da kommt einer. Jetzt macht vorne Eigner, hä? Oder Egner macht Führungsarbeit. Warum keine Führungsarbeit machen? Zurzeit nicht. Alles gut. Der da vorne darf nur nicht durchkommen, aber das schafft er eh nicht, weil es gibt ja noch ein paar Sprinter-Teams, die, wenn wir da gemütlich drüber gekommen sind über die ganzen Berge, vermutlich bergab ein bisschen Gas geben, um den Kollegen da wieder einzufangen, weil das ist ja eine Sprintankunft hier. Ich meine, wir haben einen steilen Anstieg, der Rest ist irgendwie nur hügelig oder geht bergab. Also die Einzelbergwertung ist das Schlimmste, was hier auf der Etappe ist. Ab dann geht es hier da oben ja, mit einem moderaten Anstieg weiter. Und ich meine, das ist jetzt nochmal ein bisschen härter hier, die Dreierbergwertung. Mein Kollege hier, der rafft es einfach nicht, oder? Mein Kollege rafft es einfach nicht. Ich will doch nur die Bergpunkte sammeln, er fällt alles vor mir rum. Ja, wenn vorne einer ist, dann können wir uns das erlauben. Dann fahren wir vorne einfach raus. Und versuchen dann hier die Bergwertung für uns noch zu holen. Einen zweiten Platz sozusagen. Und noch eins obendrauf. Ein weiterer Angriff aus der Spitzengruppe. Fahren wir ganz gemütlich nach vorne. Ich will jetzt nicht ausreißen. Aber ich muss es vielleicht, ja. Das ist das letzte Drittel des Rennens. Wer jetzt noch einen Anspruch auf den Sieg erheben will, der muss etwas unternehmen. Gefällt mir nicht, wie das gelaufen ist. Wir haben uns jetzt ganz stark angestrengt, haben nichts gerissen, weil andere sich die Punkte geholt haben. Und ich glaube, der Wasserversorger, der hat uns jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Doch, er scheint noch nach vorne zu kommen. Aber er muss sich eilen, sonst sind wir weg. Weil irgendwie in der Abfahrt, das wird schon das Feld ein bisschen sprengen und auseinanderreißen.
Und so langsam geht mir das Wasser aus hier hinten. Ja, hier vorne. Entschuldigung, nicht hinten, vorne. Alter, wo steckst du denn, ey? Unterschiedliche Mannschaften. Meine Fresse. Wenn du so ein Team hast, brauchst du keine Feinde. Wirklich, ich verdurst hier vorne und der Wasserträger, der kommt nicht bei. Da ist er. Jetzt streng dich mal an, komm. Fahr mal vor, gib mir mal Wasser. Danke. Gottchen, ey. Das kann Energie kosten, wenn du nichts zu trinken hast. Dann macht's auf einmal schwupp, es sind alle Balken leer. So, 26 Kilometer to go. So langsam sollten wir uns mal drauf einstellen, dass hier vielleicht ein bisschen mehr Puls von uns verlangt wird. Das wird jetzt nicht weitergehen. Mit 60. Es wird jedenfalls schwierig werden, denn er ist alleine auf sich gestellt. Ja, wir holen kräftig auf. Am Bergab wird das nochmal einen Angriff geben. Von jeder Menge Leute. Wie sind wir eigentlich im Abfahren? 62. Nun schiebt sich das Feld langsam wieder an die Spitze heran. Der Vorsprung wird kleiner. So, Porsner positioniert sich vorne. Die Fahrer haben gerade die 15-Kilometer-Marke passiert. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Nun verbleiben noch 10 Kilometer. Ja, wir sind relativ relaxed. Ihr seht's, ich noch habe ich keine Ambitionen für irgendwas. Die letzten Kilometer treten wir nochmal richtig rein. So, jetzt haben wir den. So, wir versuchen jetzt was. Wir versuchen nämlich jetzt auch unserem Sprinter zu helfen. Die Fahrer erreichen jetzt die letzten 5 Kilometer dieser Etappe. Nee, das versteht keiner. Schuster steht uns eigentlich nur im Weg. Wäre schön, wenn er mal Platz macht. Wir wollen möglichst weit vorne mit reinfahren. Das ist das Ziel. Deshalb treten wir hier rein wie ein Bekloppter. Und wir sprinten auch nicht wirklich. So, ab jetzt sprinten wir. Und ihr seht, der tritt da rein wie ein Bekloppter. Die Sprinter fliegen einfach vorbei, weil ich kann alles, nur nicht sprinten. Ich versuche nur da dran zu bleiben, dass ich keine Zeit verliere gegenüber denen. Weil ich weiß ja nicht, ob wir als eigene Gruppe hier mit E1 gewertet werden und wirklich 9 Sekunden Vorsprung kriegen, aber ich glaube nicht. Ja, Porsner wurde Vierter und wir Siebter. So, Siegerehrung. Wir gucken mal, wie es ausgeht, wie es steht. Der Plan ging doch schon mal ganz gut auf. Das, was ich mir vorgenommen habe, ist passiert. Wir kamen als Siebter rein mit keinem Zeitrückstand. Die anderen haben auch keinen gekriegt. Also habe ich mich umsonst angestrengt, dass ich da vorne bleibe. So, in der Gesamtwertung übernimmt natürlich auch der Etappensieger erstmal das Trikot. Wir sind 10 Sekunden hinten dran. In der Punktewertung hat Porsner 14 Punkte und er übernimmt natürlich auch hier. Wir haben 9 Punkte, interessiert mich aber nicht. In der Bergwertung haben wir mit 20 Punkten, ja, erstmal eine anständige Grundlage geschaffen. Das hat ja schon mal was. Nachwuchsfahrerwertung sind wir ja im Prinzip alle, also ist der Führende auf der Gesamtwertung auch der Nachwuchsfahrerwertungs-Fuzzi. Team Stölting hat den besten Abschluss gemacht, also wir sind wohl am weitesten vorne reingekommen, weil wir mit 2 Fahrern unter den ersten 6 oder 7 waren. Ja, war eine ganz gute Etappe, war brauchbar. Wir sind als Siebter reingekommen, wie gesagt, 10 Sekunden Rückstand. Auf der nächsten Etappe werden wir uns ein bisschen rausnehmen, da kann uns nicht viel passieren. Wir werden das Bergtrikot hier verlieren. Macht aber nichts, ist eingeplant.
Denn dann kommt dieser Tag und dieser Tag, der wird Hardcore. Da werden wir vermutlich hier den Berg hochfahren. Hier den Berg hochfahren. Hier unten die zwei Dinger holen wollen und dann den Berg hochfahren. Werden wir allerdings wahrscheinlich nicht so schaffen, wie ich mir es vorstelle. Auf jeden Fall ist das hier das, was die meisten Punkte bringt. Ich glaube, das bringt 20 Punkte. Da war irgendwas. Also die Zielankunft, die bringt die meisten Punkte. Und wir haben jetzt eine Grundlage. Und auf der Grundlage werden wir halt mathematisch jetzt versuchen, das Bergtrikot zu sichern. Und die Gesamtwertung zu übernehmen. Ob uns das gelingt, werden wir dann mal gucken. Irgendwie die nächste Zeit. So, ich mache mal einen Tag weiter. Vielleicht hören wir ja schon was von Sky. Vielleicht sagen sie uns ja schon, ich glaube, du spinnst 4.000 verdienen zu wollen. Aber das ist ja für die, ist das ja eigentlich gar nichts. Was sind für die 4.000 im Monat? Hallo? Wir zahlen Frum eine Million oder so. Ja. Zweite Etappe, die sehen wir im nächsten Video. Von Sky gibt es noch nichts Neues. Wir haben hier wieder einen kleinen Erfahrungsboost gekriegt. Das ist auch nicht verkehrt. Und ich würde sagen, ich bin dann erstmal raus hier. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.